Hey Freunde, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Ja, und in diesem Video geht es um die neue Corvette. Allerdings muss ich dafür erstmal ins Haku und in den Shop gehen und mir das Elite-Bundle kaufen. Denn einzeln werde ich die Corvette nicht kaufen. Ich zeige sie euch mal gerade kurz. Moment, wir gehen mal auf Katalog. Chevrolet, Moment. Und dann ist die neue Corvette da. Und zwar ist das die Corvette C7 ZR1 Convertible für 1 Million Bucks. Aber wir werden das etwas anders machen. Ja, ich gebe jetzt 1 Million aus, sogar ein bisschen mehr. Aber bekomme dafür dann sogar 3 Autos. Weil was bringt mir das, wenn ich jetzt die Corvette kaufe für 1 Million? Und die anderen Autos irgendwie dann auch nochmal extrem teuer sind. Also kaufe ich mir jetzt erstmal direkt dieses Elite-Bundle. Und da haben wir drinne, genau, da haben wir die C7 Convertible drin. Dann haben wir da noch ein Renault RS01 und dann noch ein i8 Roadster Street Race Edition. Und dann kaufen wir das Bundle jetzt und das habe ich dann auch mal getan. Und dann können wir jetzt ins Menü gehen und uns mal die Corvette angucken. So, da haben wir schon eine 1. Hypercar ist schon eingestellt. Und dann mal gucken, ob ich sie so finde oder ob ich auf Filter gehen muss. Ne, warte mal. Moment. Erstmal gehen wir hier auf den Wagen, weil ich bin ja in New York gefahren im Livestream. Da war ja noch alles hier auf den La Voiture Noir eingestellt. Corvette. Das lädt lange. Ist er da? Ja, da ist die neue Corvette. Hypercar. Und dann bin ich doch mal gespannt, was wir da rausholen. Warte mal, Moment. Wir machen das anders. Halt. Ach, Mann. Man ist mal so voreilig. 341. Immer noch 341. 368. 396. 422. 448. 449. Jetzt sitzt aber klamm. Und immer noch 449. Dann gehen wir jetzt mal hier in diese Einstellung rein. Warte mal, ESP machen wir mal voll, ne? Machen wir mal an. So, und dann gehen wir mal hier, warte, gucken, ob der Fehler kommt. Ja, der Fehler kommt. Minus 108 km/h ist natürlich falsch, ist ein Fehler. Einmal raus, wieder rein. Immer noch. Dann müsste da jetzt über 100, ja, okay, alles klar. So, die Corvette stelle ich mir so ein, wie ich mir eigentlich fast alle meine Autos einstelle. So, Federweg vorne nehme ich auf 1. Federweg hinten auf 1, 2, 3. Warte. 1, 2, 3. Ja, auf 3 reicht. Dann Federdruck. Den Federdruck nehmen wir ein bisschen raus. Dann liegt sie ein bisschen weicher. Und dann Bremskraftverteilung lassen wir auf jeden Fall so. Reifenhaftung auf jeden Fall. Getriebe lasse ich erstmal komplett so, wie es ist. Und die Lenkung nehme ich mal vorsorglich 2 nach unten, weil ich nicht weiß, wie sie lenkt. Oder warte mal, machen wir mal anders. Wir nehmen 1 nach unten. So, 1 nach unten reicht. Wobei, wir sehen gerade 110 km/h mehr und sagen wir 112 km/h mehr. 453. Doch, wir lassen das mal so, oder? Nee, Quatsch. So, ich nehme die Einstellung so. Und dann wollen wir mal gucken, wie der Wagen sich macht. Aber jetzt geht es natürlich erstmal ins Anpassen. Und nicht wundern, dass ich jetzt nicht im Hauptquartier, also im Haus tune, weil es nervt mich einfach nur noch mit diesem Wasserfallfehler und so weiter, den es da gibt. Und dafür gehen wir jetzt erstmal aufs Aussehen und gucken jetzt erstmal, was der Wagen hier so bietet. So, okay. Das finde ich ganz okay. Das sieht ganz cool aus. Dann nehmen wir hier die 3. Ja gut, ist natürlich wieder so eine Nobelkarosse. Da ist das Zubehör natürlich wieder mega teuer. Okay, was haben wir denn da Schönes? Ne, warte mal, wir machen das andersrum. Wir fangen bei 18 an. Wir fangen bei 18 an, was natürlich sehr nice aussieht. Oh je, nee. Wobei, wenn man den Wagen schwarz macht, dann wäre das wieder was anderes, ne? Ich weiß nur nicht, mal gucken. Warte mal, wir nehmen jetzt erstmal hier die... nehme ich die oder... Nehme ich die dunklen. Ja, ich nehme die dunklen. Ich nehme die 18. Felgen lasse ich sogar original erstmal drauf. So, die mache ich erstmal rot. Ja, das nehmen wir auch. Nein. Warte. Warte, wie ist vorne? Vorne haben wir Carbon. Dann lasse ich das sogar so. Ja gut. Spoiler. Ja, ich weiß nicht. Nee, Spoiler lasse ich original. Ach, Quatsch. Nicht so. Mann.
So, dann mal gucken hier, was haben wir hier Schönes? Nee, nein, nee, nee, ja, nee. Ah, mal gucken, was haben wir denn da? Doch, wir nehmen die Vierer. Wir nehmen die vier Pötte. Aber, warte. Nee, schwarz. Warte, ich will ganz schwarz. Gibt es gar nicht, wa? Ganz schwarz. Dann nehme ich. Was nehme ich denn da? Vorne haben wir auch diesen schwarzen Akzent, aber. Ja, das ist ja blöd jetzt. Ich will hinten das auch schwarz haben. Mal gucken, ob es da irgendwas anderes gibt, aber. Nee, es sieht nicht danach aus. Nee, das ist ja mies. Ach komm, nehmen wir einfach die 10 hier. Ist egal. Und innen weiß ich noch nicht, weil ich noch gar nicht weiß, welche Farbe ich nehme. Dann gehen wir jetzt erstmal auf Farbe und gucken uns mal an, wie der Wagen in anderen Farben aussieht. Oh, schick. Oh, schwarz natürlich mega. Also, das ist gar nicht schwarz, das ist so. Was ist das hier? So ein Anthrazit. Gelb. Ah, ja, auch nice. Direkt schwarz. Ja, schwarz gefällt mir natürlich sehr, sehr gut. Ja, doch, schwarz gefällt mir schon sehr gut. Orange natürlich auch. Wir gehen mal auf Mattfarben. Und dann gucken wir uns mal hier was an. Warte mal, mattgrün. Boah, guckt euch das an. Aber, ja, sieht nice aus, aber nee, ich gehe mal in Richtung Blau. Oh, ich glaube, ich nehme die in Blau. Weil ganz früher, so als Kind, habe ich mal eine Spielzeug-Corvette gehabt und die war blau. Und die hatte so weiße Streifen, glaube ich, drüber. Ich weiß es gar nicht mehr. Deswegen, ich glaube, ich nehme erstmal Blau. Ja, ich mache das erstmal. So, und dann können wir jetzt immer noch auf Aussehen gehen und gehen jetzt mal zurück. Und jetzt gehen wir auf Blau. So, dann immer blaue Scheinsitze natürlich. Oder generell blaue Sitze. So, was haben wir jetzt hier? Oh. Das ändert sich auch. Das ist ja mal schick. Ach, es ändert sich nur das. Ja, dann passen wir an. Dann machen wir Carbon. Ja, ist egal, komm. So, dann haben wir das so. Sieht schon mal sehr gut aus. So, was nehmen wir denn hier für Reifen? Rot auf Blau. Gefällt mir immer wieder. Aber, warte mal, was haben wir denn hier Schönes? Ah, mal gucken. Mann, diese hier hätte ich gerne in Blau, ganz ehrlich. Diese Reifen oder diese. Ach, komm. Also, ne, Reifen selber weiß, aber dann der Rotakzent müsste blau sein. Das würde ich richtig gut finden. Die finde ich nicht so nice. Ich weiß, ich glaube, ich mache das anders. Ich glaube, ich mache die Corvette rot. Aber ich weiß nicht. Oder weiß mit Rotakzent. Ja, pass mal auf, ich mache die Corvette weiß und dann mit roten Akzenten. Ja, sieht auch cool aus, aber ich belasse es erstmal dabei. Der Wagen kann ruhig ein bisschen ausgefallener sein. So, dann nehmen wir hier. Boah, dann nehmen wir mal. Kann man den grauen Rauch nehmen oder was? Weil sonst nehme ich ja immer das hier, immer den Spuleneffekt. Aber man kann ja mal was Helles nehmen. Komm, wir nehmen mal einfach was Helles. Nitro nehme ich trotzdem Italien Nitro. So, hellen Unterboden. Nee, 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 nee. Naja, das Schimmern gefällt mir auch nicht. Nee, komm, dann nehme ich ganz. Oder warte mal. Ah, nee, Rot passt gar nicht. Gar nicht. Nein, überhaupt nicht. Wir nehmen Schwarz, das passt schon so. Hupe kriegt dann natürlich den Schreihals, wie immer. So. Dann haben wir das. Jetzt gehen wir mal Verzierungen und gucken mal, ob es irgendwas Schönes gibt mit Rot. Ich werde natürlich irgendwann mal meine eigene. Warte mal, meine eigene. Warte. Auswählen. Das kann ich natürlich auch machen. Ja. Okay, ist vorne drauf. Ne, die wollte ich nicht. Was ist da? Da ist nicht viel, gar nichts. Denke ich auch nicht. Okay. Das wird wahrscheinlich. Obwohl. Ja, doch, doch, doch. Das mache ich so. Aber den grünen Akzent, den mache ich rot. So, warte mal. Ich gehe aber auf Bearbeiten. Das machen wir so rum. Jetzt Farbe ändern. Und dann gehen wir jetzt dahin. Was, die oder die? Ich weiß es gar nicht mehr. Egal, ich nehme jetzt die da drüber. Jetzt gehe ich hier rüber und dann mache ich hier das gleiche nochmal.
Halt, so, und dann nehme ich hier auch die Farbe. Und dann sieht das Ganze so aus. Wir machen das nach links, dann ist es nicht ganz so heftig. Mit dem YT. Ja, okay. Wir machen das nach links und hier machen wir das gleiche nochmal. Das war das eher so ein bisschen nach links. Nee, obwohl hier müssen wir so rum. Ja, das lasse ich so. Das ist okay. Passt. Beides ziemlich in der Mitte von der Tür. Das passt dann. Ich mach's mal öffentlich. Falls ihr Bock drauf habt, Werbung zu machen, falls ihr das haben wollt, gehe ich einmal auf Veröffentlichen. Und dann wende ich die natürlich an, weil wenn ich die jetzt verändere, dann sind alle anderen Autos auch verändert. Haben sich total doof gemacht, aber ist halt so. Verzierungen. Dann meine auswählen. Dann gehe ich auf Teilen. Dann gehen wir mal auf Logo. Und dann machen wir, keine Ahnung, keine Ahnung, was haben wir denn da noch? Logo. Ach, wir bleiben einfach bei Logo, fertig. Geteilt. So. Dann ist die Folie geteilt. Aktuell. Auswählen. Kostet 10.000. Anwenden. So, dann habe ich die jetzt angewendet. Und jetzt kann ich ruhig meine eigene Folie wieder bearbeiten, wie ich will. Und auf der Corvette wird nichts verändert. So, sehr schön. Gut. Dann war es das mit dem optischen Tuning. Alles andere haben wir auch gemacht. Dann wollen wir uns den Wagen jetzt mal auf der Rennstrecke angucken. So, direkt mal los hier. Die erste Fahrt mit der Corvette. Ich bin gespannt. Ich habe ihn vorher nicht getestet, den Wagen. Mal sehen, ob es ein Rutschwagen ist oder ob er stabil liegt. Bis jetzt sieht es gut aus, aber wir hatten ja auch noch keine scharfe Kurve. Ja, bis jetzt liegt er gut. Hört sich auch gut an, der Wagen. Oh, rutscht gar nicht raus. Also schöne Einstellung auf jeden Fall. Vielleicht kann ich die Lenkung einen nach oben machen. Mal gucken. Ich weiß es aber noch nicht genau. Aber bis jetzt liegt er sehr gut auf der Straße. Wir haben 475 km/h. Wenn ich so ein bisschen mit dem Nitro spiele, jetzt hatten wir 480 fast. 479. Mal gucken, wenn es gleich ein bisschen bergab geht mit ein bisschen Nitro. So, hier mal gespannt jetzt diese ganzen Kurven. Oh! Ja, die Reifen gehen ein bisschen hoch. Er rutscht aber nicht raus. Das ist ja schon mal was sehr Gutes. Ja, ein bisschen gegengelenkt. Er hebt ein bisschen ab in den Kurven. Aber bis jetzt hält er sich gut. Okay, das war mein Fahrfehler. Mein eigener Fahrfehler wegen dem Booster und so weiter. Aber ist ja nichts passiert. Ich bin ja weiterhin auf der Strecke. So, hier jetzt mal gucken. Und, ja, sieht gut aus. Also, ich glaube, mit dem Wagen werde ich am Samstag mal, ach nee, diesen Samstag bin ich ja gar nicht live. Werde ich Samstag mal New York fahren, wollte ich gerade sagen, aber Samstag bin ich gar nicht live. Ich brauche einen Ausweichtag. Ich weiß noch gar nicht genau, an welchem Tag ich live bin. Ob jetzt Mittwoch, Donnerstag, Freitag oder Sonntag, und ich weiß es nicht. Aber, achso, ich wollte ja nochmal gucken, ob ich auf 480 hier. Nee, 480 kriege ich nicht hin auf gerader Strecke. Jetzt ein bisschen berghoch hier. Oder doch, 485, wenn ich richtig geguckt habe. Bergab 485. Also ich muss sagen, lässt sich gut fahren. Hier natürlich noch mit einer schönen Folie. Nein, doch. Eine sehr, sehr schöne Folie, wie ich finde. Doch, doch, der Wagen lässt sich gut fahren. Ich will noch ein Rennen fahren. Ja, so sieht der Start doch schön aus. Schönes Auto, schöne Folie. So gefällt mir das. So, jetzt mal gucken, wie der Wagen sich verhält. Ich habe die Lenkung bzw. die Aerodynamik jetzt noch nicht verändert. Ich habe die immer noch so gelassen, wie sie war. Ich hoffe, das rächt sich jetzt nicht. Sonst muss ich gleich nochmal umschalten. Ah ja, okay. Er wollte nicht lenken. Gucken.
Vielleicht einen nach oben. Ich glaube, für New York wäre super. Weil New York hat ja nicht ganz so viele. Okay, ich muss, glaube ich, doch. Kurzer Cut. So, die Lenkung ist wieder umgestellt. Ich habe die wieder einen nach oben gemacht. Hier kurz eingeblendet. Weil der Wagen ja doch ein bisschen wenig gelenkt hat. Jetzt mal gucken hier. Okay, alles klar. Lenkung ist auf jeden Fall besser. Ja, Strecke verlassen, kennen wir ja schon. So, bin gespannt. Hier bremse ich jetzt mal extra nicht. Jetzt hier rum. Okay, geht gut. Geht auf jeden Fall gut. Wie gesagt, der schaukelt ein bisschen, der Wagen. Aber egal, im nächsten Livestream werde ich mit dem Wagen auf jeden Fall mal New York fahren. Aber sonst lässt er sich wirklich gut fahren. Ich kann bis jetzt nichts Schlechtes sagen. Ich bin gespannt jetzt hier in der nächsten Kurve. So, ab Rampe jetzt hier. Und jetzt... Ah, er geht voll raus. Was war das denn? Normalerweise ab Rampe lenke ich immer voll ein. Und dann kriegt man die Kurve auch. Ich teste das gleich nochmal. Aber da springen wir dann hin. Da fahre ich nicht die ganze Strecke nochmal. Nur einmal kurz gleich testen. Dann zeige ich euch das per Einblendung hier im Video. Und dann mal gucken, ob es klappt. Ich lasse die Einstellung genauso, wie sie ist natürlich. Ja, da sah die Kurve auf jeden Fall viel, viel besser aus. Dann habe ich sie wohl doch am Anfang ein bisschen falsch genommen. Aber ja, alles Übungssache, wenn man ein neues Auto hat und so. Man weiß ja nicht, wie die Wagen... Man weiß ja nicht, wie die Autos so reagieren. Wagen, wollte ich schon sagen. Schon klar, Wagen. Was denn, Kinderwagen oder was? So. Das Rennen ist auch gleich vorbei. Also, ich muss sagen, die Corvette gefällt mir. Ich muss aber hier und da noch ein bisschen einstellen, damit der Wagen nicht so am Fliegen ist in den Kurven. Aber sonst mag ich den Wagen. Also doch, ich mag den Wagen jetzt schon. Ich bin gespannt, wirklich. Wenn ich das nächste Mal live bin, New York mit der neuen Corvette, ich bin gespannt. Denn Bestzeit wird das wohl nicht werden. Das sagt mir mein Bauchgefühl. Aber trotzdem werde ich das auf jeden Fall machen. Ich werde damit auf jeden Fall New York fahren. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Denn das Video ist jetzt schon vorbei. Und wenn du neu bist, dann lass mir auf jeden Fall ein kostenloses Abo da. Aber das solltest du ja so oder so tun. Denn sonst fliegen demnächst alle deine Autos aus den Kurven raus. Das geht doch nicht. Kleiner Spaß am Rande. Nee, wenn es dir gefällt, dann machst du das so oder so. Aber ich würde sagen, ich bin jetzt erstmal raus und sage ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Marvin Keno. It's all about humanity.